Ja, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich habe mal die Pausenmodus beendet. Eine neue Runde Vanished hier in einem guten alten Winterborn bei 60 Frames für euch nicht. Wie schnell bin ich? Irgendwie komme ich so schnell vor. So, machen wir einmal auf 2. Ich muss immer hier wieder den Überblick kriegen. Was bin ich denn gerade am machen? Was bin ich denn gerade am tun? Oh ja, hier ist meine. Hier nicht, aber warum liegt diese Eisen rum? Und warum ist das nicht da drin? Das ist die Frage. Habe ich nicht genug Laborer? Ich habe 6 Stück. Wo sind die denn alle? Was machen die? Und was war da? Was ist das? Ach so, das baue ich gerade ab und bring's dahin. Genau. Laborer. Gucken wir doch mal eben. Working. Working. Sieht mir aber nicht nach Working aus, ehrlich gesagt, gerade. Inventory. Something to eat, ja. Attending school, das ist aber jetzt ein Student, ich will die... na gut. So, 227 Laborer haben wir. Was macht denn unser Education Limit? 86. Es gibt nämlich auch, habe ich gesehen, passt mal auf, es gibt nämlich ein Achievement. Für, hier, 200 Adults für 4 Jahre. Na, ob ich das durchhalte? Da muss ich aber erstmal auf 100% kommen. Was sich gerade als nahezu unmöglich erweist. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier läuft soweit alles gut. Hier läuft auch alles super duper. Super duper. Die sind fleißig dabei. Hier wird fleißig gemacht, getan. Hin und her. Wo habe ich denn das letzte Mal aufgehört? 125, da ist einer wieder rausgeflogen. Aber die Steinbrüche sind in vollem Gange. Ach, der hat doch 40. Die Mine war ziemlich low, ne? 17, ja, es geht noch. Und ich hatte doch hier unten... Ah, ja. Oha. Krass. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen... Ich brauche mal mehr... Nee, ich habe doch einen Vendor. Ich habe 18 Stück. Sollte wohl reichen. Machen wir einen dritten Bilder für die Straßen. Und dann gucken wir mal eben, wo wir denn mal hier was brauchen. Was brauchen wir denn? Wovon brauchen wir was und was brauchen wir dafür? Lasst mich mal gucken. Einmal auf die Production. So. Und ein bisschen mehr nach rechts, nämlich die Hühner hier. Huppala. Habe ich alle Trade-Items? Ne, mir fehlen noch 2. Okay. Im letzten Jahr 108. Ja gut, ich kriege ja momentan neu. Alkohol ist egal. Klamotten ist super. Das ist auch egal. Food 38.000 benutzt. Oh, da ist ein Farmer. Eine Farmerin, um genau zu sein, bei der Kindesgeburt gestorben. Das ist nicht schön. So, die Town Hall. Ja, ja, ich weiß. Ein Minenarbeiter wegen Altersschwäche. Was ist momentan? Bin ich im Spätsommer. Produziert 11.000, benutzt 16.000. Das sieht nach einem Minus aus gerade. Das ist höher, das ist höher, das ist deutlich höher. Das Eisen ist super. Stein ist okay. Das ist auch okay. Fuel ist in Ordnung. Alles andere ist eigentlich gut. Das Einzige, was kacke ist, ist irgendwie gerade Nahrung, habe ich das Gefühl. Machen wir mal 2 Jahre und machen wir mal Food. Das geht gerade weg ab. Heißt, ich brauche mehr Nahrung. Aber das kann ich ja mal eben ändern. Ich benutze einfach mal 3 von denen. Und ja, die bringen wir eigentlich nicht mehr, aber ich kann mal hier noch 2 reinmachen. Und vielleicht noch 2 Gatherer. Herbalist. Habe ich, glaube ich, hier drin eigentlich ein Zeug. Inventory. Ach, da habe ich es ja gesehen. 2.300 und 5.000. So. Wer bist du? Was hast du für mich? Crap, 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 crap. Tschüss. Mach dich davon. Dich brauche ich nicht. Dich kann ich nicht gebrauchen. Ach, hier hinten bauen wir hier Häuser. Kann ich gar nicht dran erinnern, dass ich da Häuser gebaut habe. Siehst du mal, wie verwirrt ich schon bin. So, was habe ich gemacht? So, was habe ich also gemacht? Ich wusste das schon gar nicht mehr, dass ich das getan habe. Dass ich hier oben Häuser hingebaut habe. Ha,
Na, siehst du mal. Siehst du mal, siehst du mal, siehst du mal. Aber ich kann mal gucken. Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Und die Kühe sind, glaube ich, immer noch nicht eingesetzt. Die setzen jetzt bald ein. Die auch bald. Dann gibt es auch wieder Beef. Weil die geben momentan nur... Na doch, 400 immerhin. Ist schon nicht schlecht. 400 ist schon gut, ey. Die hier sind auch dabei. Es gibt Wolle. Also ich habe auch bald genug... Wie viel Leder habe ich? 240 Leder und 800 Wolle. Ja, das hört sich gut an. Ich habe voll wenig Pflaumen, aber jede Menge Korn. Na gut, da oben baue ich, glaube ich... Hier habe ich zwei... Nee, ein Kornfeld nur, oder? Korn, Wheat, Cabbage, Potato. Ja, die hier haben Hunger. Das ist der Laborer, weil die Laborer irgendwo hier wohnen. Was natürlich viel zu weit weg ist. Und der hat... kein Wheat. Klar, warum nicht? Ich habe kein Wheat mehr. Dann sollte ich vielleicht mal ein Feld ändern, ne? Ich muss mal eben gucken. Der hat ja noch welches, aber... okay, wovon habe ich denn genug? Mal eben gucken. Ich hätte das Fenster immer mitnehmen sollen. Okay. Komm schon. So, jetzt aber. Jetzt satt. So, ich habe doch ganz viel Korn. Das kann ich nicht benutzen. Cabbage, wenn es in Mountain Firewood, Eggs, Berries. Ich habe jede Menge Berries. Mushroom, Roots, Herbs, Lock. Ich nehme jetzt Berries. So. Tolle Geiz. Kann ja nie schaden, ne? Schaden tut's nicht. Schaden tut's nicht. Hier wird auch fleißig geackert. Haha. Und gegackert. Gott, war der schlecht. Ich entschuldige mich da eigentlich schon fast für, aber obwohl, komm. Eigentlich heute mal nicht. Heute entschuldige ich mich für nix. So. Hö. Habt ihr jetzt davon? Wie groß ist der? 7 mal 14. 7. Was? 14? 17 mal 14. So, schon besser. 17 mal 14. Ich brauche hier einfach nur noch einen hin. Wen soll es stören? Mich nicht. Ein Stein hier. Zack. Kann ich hier noch ein Feld hinbauen? Was machen meine... Oh, sterben aber gerade einige. Naja. Solange auch wir hier nachkommen, ist das kein Problem. Generell an sich. So, ich bin ja eigentlich ein Freund von Natur, von daher würde ich das eigentlich gerne hier lassen, die ganzen Bäume, aber ich sehe halt so wenig. Das ist ein bisschen doof. Deswegen muss ich eigentlich hier schon fast... die zwei Häuser so bauen. Das geht ja dann eher an dem Gehege vorbei und läuft dann hier hin. Dann hier mit zusammen und dann ja, ist da leider ein Knick drin. Ärgerlich. Und dann gehe ich jetzt mal her und mach mal hier da die Bäume weg. So, die müssen jetzt mal weg, weil sonst sehe ich nichts. Und hier, die kommen jetzt eh weg. Weil die werden ja automatisch abgebaut. Und vorher müssen aber da hinten meine Häuser noch gebaut werden. Ich habe natürlich Steinhäuser gebaut, deswegen dauert das 1000 Jahre. Aber ich habe ja drei Bilder, die gerade allesamt fleißig sind. Guckt sie euch an, die fleißigen Handwerksmänner. Das ist gleich fertig, das Haus. Das ist gut. Dann können wir noch ein paar Arbeiter reinziehen. Ein Minenarbeiter ist gestorben. Wie viele Minenarbeiter habe ich gerade? 21. Also zwei neue geboren. Wunderbar. Stonecutter. Na, der ist genug da. Medicine habe ich gerade auch. Ich finde das total irreführend, dass das hier Fuel... hier heißt es Firewood, hier heißt es Fuel. Hier heißt es Medicine und hier heißt es Herbs. Das ist eigentlich total... Warum haben die Sachen verschiedene Namen? Ist es, weil es generell die Namen sind und dass man hier, wenn man... Hier ist Feuerholz, aber Fuel könnte natürlich auch
sowas wie Öl oder was anderes sein. Ich meine, Kohle zählt ja theoretisch auch dazu, aber das ist halt auch hier einzeln. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wo das Ganze jetzt für stehen soll. Warum man da tatsächlich zwei Namen für macht, weil das eigentlich unsinnig ist, da zwei Namen für zu machen. Aber ich weiß es nicht. So, was wollte ich sonst noch machen? Ich habe einen guten Tipp bekommen wegen den Krankenhäusern, weil die Leute immer hier vorbeilaufen und sich anstecken. Ich könnte ja das Haus, das Krankenhaus, das war glaube ich, wer hat mir das geschrieben? Windisch, warst du's? Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendeiner von euch. Ich merke mir sowas doch nicht. Dass ich das Krankenhaus irgendwo ab vom Schlag mache, das hat natürlich den Vorteil, dass ich rundherum keiner anstecken kann. Das hat aber den Nachteil, dass die Wege dahin länger sind und sich auf den Wegen Leute anstecken können. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so effektiv sein würde. Ich weiß es aber auch einfach nicht, ganz ehrlich gesagt. Und was ich jetzt nochmal tun werde, ist hier oben an jener welchen Stelle. Hier oben ist jetzt auch ein Krankenhaus, genau, perfekt. Und beim Krankenhaus baue ich nämlich jetzt nochmal einen Grafjord. Weil eine Kirche muss hier nicht hin. Hier muss ein Friedhof hin. So, den Friedhof baue ich jetzt mal hier irgendwo hin. Am besten. So, da. Und dann kommt hier der Weg. Ups, da habe ich sogar Steinwege gemacht. Mein Gott, wie verschwenderisch ich da war. Was habe ich denn mir dabei gedacht? So. Haben wir das auch? Haben wir noch einen neuen Friedhof? Weil die anderen. Wo ihr Hühnchen? Weil der hier ist voll und der ist auch bald voll. Da fehlt nicht mehr viel. Da ist schon der nächste. Und es gibt da sogar ein Achievement für. Guckt mal, wenn ich euch das mal zeigen kann. Also, hier gibt es sowieso. Das hier ist ja eh das Ziel schlichthin. 900 Bürger. Boah. So 400 Gräber. Für 400 fehlen mir wohl noch ein paar, weil das sind 126. 144 sind. 200, 250, 270, 270. Ja, ist schon mal über die Hälfte. Heißt, die Hälfte haben wir voll. Heißt, wir können noch weiter hier Leute verrecken lassen. Und da kommen die neuen Laborer. Die wir direkt mal einsetzen. Einen dahin. Was ist das denn hier? Laborer born. Laborer born. Laborer born. Krass. Das ist so. Abwechselnd geht. Alert und Millie und. Okay. Jetzt macht er mir langsam Angst. Die Population ist in stetigem Aufschwung. Wenn ich das mal so nennen kann. Ich meine, das ist gut. Gottes Willen. Für mich, ich bin der Letzte, der sich beklagt, ne? Darüber, dass mehr Menschen hier hinkommen. Hier wollte ich noch Häuser hinbauen. Hier müssen irgendwo noch Häuser hin. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich die baue. Generell könnte ich die hier hinsetzen. Hier geht aber nicht. Ich könnte die nach ganz hier hinten hinsetzen. Beziehungsweise hier noch dran. Im Prinzip könnte ich die hier hinsetzen. Ich könnte die auch so machen einfach. Zack, so, mal eben drei Häuser. Perfekt. Wunderbar. Den Weg weiter. Kann ich hier noch eins hinbauen? Könnte ich theoretisch. Ich könnte die hier hintersetzen. Das ist natürlich eigentlich total unsinnig. Warum mache ich sowas? Das sieht auch total panne aus dann. Aber hier sind jetzt hinter nur noch drei Häuser. Die sind da, glaube ich, ganz gut verteilt. Die vier sind fertig. Das ist super duper. Und wir gucken mal eben, was unsere Overview sagt. 119 Häuser, 127 Familien. Da ist noch Platz nach oben. Heißt, ich kann noch. Ich habe jetzt 119, 20, 21, 22, 23, 24. 124 für 125 Familien. Das ist, ich bin sowieso ziemlich nah dran, ne? Das ist gut. Weil je näher die Zahlen beieinander sind, solange das die Nahrung natürlich noch stimmt, die gerade im Aufschwung ist, desto besser vermehren die sich, habe ich das Gefühl zumindest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das von den Spielmechaniken auch irgendwo Sinn macht, sowas. Also von der Logik her. Falls ich das jetzt irgendwie mit Logik mal hier begründen kann, was ich hier tue. Was ich normalerweise nicht tue, aber in diesem Fall einfach jetzt mal versuche gerade zu begründen.
Ich muss ja auch mal irgendwie mit Logik hier um die Ecke kommen. Schade, hier geht nur noch ein Haus hin. Ärgerlich, ärgerlich.